Ganz andere Erfahrungen mit dem Meer hat Hans-Jürgen Marti gemacht. Er ist auf so einem Handelsfrachter um die ganze Welt gefahren. Ein sogenannter Typ 4 für die deutsche Seereederei als Elektroingenieur. Es war sehr laut. Wir haben über 100 dB gehabt, weil die Turbogeneratoren, die da dran sind für die Hauptmaschinen, die haben einen lauten Pfeifton von sich gegeben. Es war warm, die Leute sind rumgerannt in Turnhose, Schweißbänder um die Stirn, damit das Wasser nicht in die Augen lief. Es war schwierig. Die Besatzung, Ersatzfamilie, manchmal für ein halbes Jahr. Ja, das war natürlich zuerst ein bisschen schwierig, wenn die Frau und die Kinder weg waren. Man brauchte eine gewisse Zeit, um ins Bordleben reinzufinden. Und dann hat aber die Bereitschaft, was zu erleben, überwiegt. Und das Bordleben hat auch gar keine Zeit gelassen, jeweils nicht viel Zeit gelassen, um an zu Hause zu denken. Immerhin, dreimal in 6 Jahren durfte Hans-Jürgen Mattis Frau mit um die Welt. Natürlich, wir waren dann so ein bisschen beschränkt im Reisen hier in der DDR. Gespannt war ich natürlich auf das, was mich draußen erwartet. Ferne Länder, Häfen und natürlich auch die Arbeit an Bord, die ich mir sehr interessant vorgestellt habe. Schicht bis 17 Uhr, dann Erholung. Das ganze Achterschiff war, sagen wir, so ein bisschen der Erlebnisbereich. Unten haben wir gefeiert, gegrillt, hier oben weniger. Und hier auf der Luke 5 war damals auch das Schwimmbecken, was wir bei einer Reise noch illegal an Bord gehievt hatten. Und so sah seine Kammer aus. Er hatte viel Platz, Einzelzimmer, genau wie Kapitän und Funker. Es sitzt sich hier wie früher. Die meisten Seeleute schliefen zu zweit, manche sogar zu viert. Die Kammern waren aber immer so ausgerichtet, dass die Betten 90 Grad zueinander standen. Also die Bugskiste zur Koje. Je nachdem, ob das Schiff gerollt hat oder ob es gestampft hat in der See, konnte man entweder in der Koje schlafen oder eben, wenn es nicht ging, auch auf der Bugskiste. Und die Kammern waren natürlich alle so groß, dass man auch ordentlich Party drin feiern konnte. Hans-Jürgen Marti ist 6 Jahre lang zur See gefahren. Naja, meine Frau hatte 78 gesagt, also wenn der Junge zur Schule kommt, dann hörst du auf oder du kannst gleich draußen bleiben. Na gut, dann habe ich gesagt, dann bleibst du lieber bei der Familie und habe der Seefahrt AD gesagt. Aber so wie bei mir ist es auch in vielen Fällen ergangen, dass die Frauen dann letztlich doch sich entlebt hatten mit den Männern. Ne? Man war so auseinander, dass es doch zu sehr viel Scheidungen kam. Ne? Also auch in meinem Fall, obwohl man zu Hause geblieben ist. Im Herzen sind viele Seefahrer geblieben, erzählen sie. Um über die alten Zeiten zu plaudern, treffen sich die ehemaligen Fahrensleute regelmäßig. Heute in der Rostocker Seemannskneipe zur Kogge. Diesmal auch mit dabei Margit Mäge, eine Stewardess der Besatzung. Das war auch insofern vorteilhaft, dass Frauen an Bord waren. Die Disziplin war doch ein bisschen anders. Ne? Es hat ein bisschen mehr Spaß gemacht und wir haben uns auch ein bisschen mehr an Riemen gerissen. Ne? Ja, ich habe mit 18 angefangen und die haben mich dann reingeführt. Ne? Erst mal von zu Hause weg, viel Heimweh. Und die haben mich dann richtig gezeigt, wie das läuft bei der Seefahrt. Eine Stellung, da waren 60 Jungs und ein Mädchen, da wollte ich schon wieder kündigen. Weil zu viele Jungs waren, ne? Und ich alleine als Mädel. Aber dann habe ich mich durchgebissen. Ne, dann ging es darum, wer durfte mit, nicht? Ja, wer durfte mit dem das erste, das Gläschen Wein trinken oder so, nicht? Und ehe sich die Mädchen entschieden hatten, war eine Unruhe manchmal an Bord. Das war ganz schlimm. Also nicht, manche hatten ja so eine Augen, die guckten jeden an. Du bist der Auserwählte, du bist der Auserwählte. Die haben es alle Hoffnung gemacht, ne? Alle Hoffnung gemacht. Und dann hinterher, dann war das ganz furchtbar, ne? Aber je länger die Reise, umso schöner wurden sie. Ja, aber, ja. Aber die Schöne hat geholfen. In der Kogge, der ältesten Seefahrerkneipe von Rostock, werden seit jeher nicht nur Geschichten erzählt.